Okay, Jungs, das Schlimmste hätten wir. Bleibt nur noch die Übergabe, dann sind wir durch. Klingt gut. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. Naja. Das Schlimmste wird wohl noch nicht durch sein. Da wird wohl gleich irgendwas schief gehen. Meine Herren? Überraschung. Scheiße, ne Falle. Ich glaube, Sie haben da was für uns. Stellen Sie die Koffer ab. Großartig. Schöne Schuhe. Moment mal, das sind gar keine Bullen. Leg sie um, Jungs! Schieß sie doch! Was? Sieh dir die Rückseite. Gib mir Deckung, die. Okay. Lass mich erstmal irgendwie klarkommen. Ich weiß noch gar nicht, wo wir hier schauen müssen. Wow! Alter! Das sind immer noch zu viele! Komm! Scheiße, wir können nicht zurück! Okay. Solange wir die Koffer haben. Bewegt eure Ärsche! Gehst du mit Platz, Patron? Sicher die Rückseite, Lito. So, ich komme hier gerade irgendwie nicht so richtig zum Schuss. Haha, that's what he said. Ah, hier. Fuck. Sind das Falcons Leute oder was sind das für welche? Ich dachte, ich soll die Tür eintreten. Hallo? Könntest du? Worauf wartest du? Tritt sie ein! Es geht nicht. Ach, die hier. Sag mir das doch. Ich mach sie einfach mal sanft auf. Wie wär's damit? Ja, ich glaube, das sind Falcons, Leute. Die Kerle lernen nicht dazu. Okay, okay. Showtime, Guido. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Dann haben wir schon mal. Ich glaube, ich sollte mal hier rüber gehen. Dann gib endlich den Löffel ab. So. Gib dir Deckung, Guido. Geht grad nicht, geht grad nicht. Los, ich geb dir Deckung, Vito. So, das hast du den. Du schießt wie meine Schwester. Okay, jetzt bleibe ich aber erstmal in Deckung kurz. So gut geht's mir nicht mehr. Kurz aufladen und weiter. Wo ist der? Da unten. Aha. So. Ist das alles? Wo ist der? Keine Ahnung. Wir ziehen mal durch. Kommen mal den anderen hinterher, fix. Okay. Vielleicht mal hier rumgehen. Gut. Ja, Arschloch! Kannst du dich schon mal verabschieden? Aha. Ich bin der Beste. Du hast mich erwischt. Unkraut vergeht nicht. So. Noch zwei. Das sollte doch wohl zu schaffen sein, denke ich, oder? Aha. Das war's für den. Und der letzte war da. Gut, wir nehmen mal ganz kurz hier eine Waffe an uns. Haben wir denn hier nicht vielleicht irgendwo mal eine Thompson oder so? Was habe ich denn hier eigentlich für Waffen alles dabei? Da sind ja noch zwei. Wo kommen die denn her? Hier, Thompson, genau, nach sowas habe ich noch gesucht. So, nur schon mal, damit ich sie hab. Oh fuck, der ist ja hier drüben. Was ist das denn passiert? Du Bastard! So, schön in Deckung bleiben. Okay. Wo bist du? Da drüben. So. Wenn er mir so viel Zeit lässt, dann sage ich nicht nein, ne? Okay. Geht's los? Es geht los. Kommt schon. Oh, es geht doch noch nicht los. Showtime, Vito. Hey, du Arsch! Heide Witzka, hier ist es los. Oh. Ist schon gut, komm her, ist schon gut. Los jetzt, zack, zack. Hast du das mal wirklich hergelernt? So,
Noch zwei. Du schießt wie meine Schwester. Ging jetzt relativ fix, muss ich sagen. Also mit der Thompson mal eine Salve draufgehalten. Wenn die keine Deckung haben, dann haben sie halt auch keine Chance, ne? Okay. Der hinten beim Tankwagen. Weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Okay. Paar Beinschüsse, dann haben wir ihn auch aus der Deckung raus. Scheiße. Wir gehen einfach mal hin. Wisst ihr? Bringt auch nichts. So. Das wäre es auch schon mal für den. Bleibt nur noch einer. Den holen wir uns jetzt mal aus der Nähe. Komm raus, mein Freund. Ich bin ohne Deckung. Aber nicht wehrlos. Okay. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Schrotflinte. Okay, die nehmen wir auch an uns. Was wir für ein Munitionslager mit uns hier rumschleppen. Wahnsinn. Okay. Noch mal ganz fix hier die Waffen eingesammelt. Kann nicht schaden. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz durch. Gut. Rein in die Karre. Beeilt euch. Wo habt ihr die Koffer eigentlich? Wo sind die Koffer? Der Trick wäre, sie nicht zu überfahren. Hab ich gar nicht gesehen. So. Und los geht's. Ab geht die Luzi. Ich hoffe doch, ihr habt die irgendwie dabei, auch wenn ich sie gerade nicht gesehen habe. Was soll das Gejammere? Scheiße. Das war knapp. Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Hängen Sie ab, verdammt. Oh, Scheiße. Du hast mich erwischt hier. Es ist vorbei. Immerhin haben wir zwei Leute, die bei uns hinten rausschießen. Los, ich geb dir Deckung, Gito. Wir haben jetzt nur ein Problem, denn die Polizei wird auch auf uns schießen, wenn sie uns findet. Oh, Alter, Alter, Alter. Mach mal ruhig hier. Ich komm gar nicht mehr raus. Eieiei. Okay, für die ist es vorbei. Die sind tot. Finde ich gut. Dann sollten wir vielleicht mal so schnell wie möglich irgendwo... Gut, jetzt schießen sie ja schon gar nicht mehr auf uns, die Polizei. Und verfolgt werden wir auch nicht. Das heißt, wir haben es geschafft. Mensch, das ging ja schneller als gedacht. Verrückt. Die Karre ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Gut, aber wir können jetzt zum Lagerhaus ziehen. Also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das die Polizei ist und dass die uns jetzt die Koffer abnehmen. Was zum Teufel sollte das, Henry? Keine Ahnung. Jemand muss von dem Geschäft erfahren haben. Das waren definitiv nicht die Bullen. Vielleicht haben es die Schlitzaugen auf uns abgesehen. Das bezweifle ich. Ich find's raus, aber wir müssen erst das Zeug abladen. Vito, bring uns zum alten Lagerhaus in Hunters. Okay. Ich hoffe, der Deal läuft besser. Fahrerflucht. Oh, shit. Schlimmer kann's ja kaum werden, oder? Also, an wen verkaufen wir das Zeug? Für ein paar Typen. Oh, Moment. Was meinst du mit so ein paar unterschiedlichen Typen? So ein paar Typen? Verfolgung von Rasa aufgenommen. Bist du von dem ganzen Geballer taub geworden? Hattest du nicht gesagt, alles dass wir klar. den ganzen Mist einfach von hier nach da schaffen? Naja, wir machen viel mehr Kohle, wenn wir kleine Päckchen verkaufen. Das hätte ich gern gewusst, bevor ich mich darauf eingelassen habe. Wenn ich das so im Park gesagt hätte, wärst du wohl nicht mitgekommen. Exakt. Hey, du kannst dir bestenfalls die nächsten 30 Jahre für Eddie und Carlo den Arsch aufreißen. Bis du entweder abgeknallt wirst oder wieder im Knast landest. Das große Geld verdienst du nur, wenn du was riskierst. Und habe ich dich je enttäuscht? Tja, da war die Sache mit der Preisaufsicht. Und wir sind fast draufgegangen, als wir den fetten Typen in der Schnapsbrennerei umgelegt haben. Okay, schon gut. Nach heute zählt das alles nicht mehr. Auf nach Hunters. Und keine Sorge, ab morgen müssen wir uns nie wieder mit diesen Dreckskerlen abgeben. Es sei denn, das hier wird zu einer regelmäßigen Veranstaltung. Wow. Jetzt ziehen wir erstmal das Ding hier durch, bevor wir große Pläne schmieden, okay? Na, ich sag ja nur. Peter hat recht. Wir stehen das hier durch. Alles Weitere wird ein Kinderspiel. Okay. Haben wir es jetzt geschafft? Ich hoffe, die Bullen sind wir auch gleich los. So, gehen wir schon mal auf die Bremse. Wunderbar. Okay, haben wir die schon wieder abgeschüttelt. Ich hatte jetzt schon Sorge, dass wir es jetzt noch verkacken, weil wir da mal ein bisschen zu schnell waren oder einen gerempelt haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall... dafür gesorgt haben, dass wir hier ein Bußgeld kassieren könnten. Hätte ich natürlich auch bezahlen können. Das Problem ist bloß, wir haben eine Knarre in der Hand, soweit ich weiß. Und das wäre natürlich nicht so cool angekommen. Aber bleib doch mal auf deiner Spur, du Horst. Leg dich ab, ich weiß, was ich tue. Meine Güte.
Na gut, aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund ist es tatsächlich gut gegangen. Ich vermute mal, das wird wohl Falcone gewesen sein, der da seine Finger mit im Spiel hatte und uns eins reinwürgen wollte. Wir werden sehen. Ich glaube aber... Lass mich reden. Das sind harte Jungs, also keine schlauen Sprüche. Verstanden, Joe? Ich glaube aber, das wird nicht mehr so gut sein mit der Familie jetzt alles. Hey Leute, wie geht's? Hey Mann, kommt rein. Scheiße! Oh verdammt! Volltreffer! Jungs, wir haben den Jackpot geknackt. Krieg dich wieder ein, wir sind noch nicht fertig. Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich gar nicht. Macht Geld dich plötzlich nicht mehr glücklich? Wenn Bruno seine Kohle hat und wir unseren Anteil, können wir glücklich sein. Ist ja gut, ist ja gut. Kapitel 13. Roter Drache. Joe's Apartment, 24. September 1951. Krieg ich nicht mal ein Trinkgeld? Trinkgeld? Ich höre wohl nicht richtig. Baby, ich bin's gewohnt, dass die Weiber mich zahlen. Ein vollendeter Gentleman, wie immer. Schwör schon endlich ab, Süße. Hey, Gina, willst du zu mir reinkommen? Ach, die Alte. Hey, ist da drin noch Platz für drei? Ich finde die immer noch so eklig. Warum? Warum muss ausgerechnet so eine hier immer wieder auftauchen? Was ist denn mit Joe los? Joe, kann ich dir helfen? Mit deiner Tür? Nein. Das ist aber schade. Okay, ich gehe mal ans Telefon derweil, ne? Barbara's Bordell. Hast du die Mäuse? Wir haben die Mäuschen. Vito, hier ist Henry. Wir haben ein Problem. Überraschend. Was für ein Problem? Eddie war bei mir. Falcone wusste von dem Deal und hat ihn geschickt, um seinen Anteil zu kassieren. Na, wie viel? 60 Riesen. Mist, so viel? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Es reicht nicht mal mehr für Bruno. Komm in den Park. Ich will nicht am Telefon darüber reden. Okay. Ich bin gleich da. Wer hätte das Joe, wir müssen los. Was? Warum? Komm jetzt, Joe. Ich erzähl's dir unterwegs. Es war so klar, dass sowas passiert. Was ist denn eigentlich mit den Leuten los, dass sie sich ja alle festbacken, Mensch? Das ist ja unglaublich. Na gut, schauen wir mal, ob wir hier... Nee, das Zeug, das andere Zeug ist alles weg. Super. Na gut, dann gehen wir jetzt mal im Smoking mit Fliege. Ich wollte eigentlich schon Schluss machen, fällt mir gerade auf. Meine Güte, wie spät haben wir es denn? Oh ja, eigentlich sollte ich mal Schluss machen. Lass uns mal gehen. Ach komm, Alter, geh mal zur Seite hier. So, jetzt kannst du rausgehen. Verkrümel dich. Und du, Matratze, du bleibst wieder stehen, wa? Ach komm, ich geh einfach. Okay, Mädels. Schließt hinter euch zu. Vito und ich haben zu tun. Was zum Teufel ist los? Das war Henry am Telefon. Carlo hat von der Sache Wind bekommen. Oh, scheiße. Weiß er, dass wir was damit zu tun haben? Ich glaube nicht. Reden wir im Auto weiter. Oh, ich befürchte, sie wollen Henry abschießen. Oh, oh. Letztlich war es auch seine Idee, ne? Aber sie haben genauso mit drin gesteckt.
Was für einen nehmen wir denn diesmal? Ach komm, hier, weißt du. Wo fahren wir hin? Lincoln Park. Treffen wir da Henry? Ja. Okay, was hat Henry am Telefon gesagt? Geht's ihm gut? Klang so. Aber Carlo hat ihm seinen Anteil gestrichen. Scheiße. Genau das, was Henry prophezeit hat, wenn er es rausfindet. Ja, aber das Problem ist, dass wir nicht mal genug haben, um es Bruno zurückzuzahlen. Scheiße. Verdammt, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Wir lassen uns im Park was einfallen. Genau. Henry wird wissen, was zu tun ist. Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten eigentlich. Entweder sich gegen die Falcone-Familie stellen und dann wahrscheinlich den... Wie heißt der? Nee, Falcone halt. Carlo. Abzuschießen. Oder Henry sitzen zu lassen. Ich glaube, das sind die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Und ich weiß nicht, welche ich beschissener finde. Aber ihr musstet es ja unbedingt ausprobieren. Es war so klar, dass irgendwas schief geht dabei. Und es gab so viel, was schief gehen konnte. Ich dachte, es wäre was ganz Banales. Wie, dass ihr das Koks verliert. Aber das noch Banalere, nämlich, dass er es einfach rausfindet, der Falcone, das ist dann auch eingetreten. Oh Mann, wie ich die Karre hier zurichte. Na gut, ich bin gespannt, was sie sich da ausbügeln. Aber diese Nachfrage von Joe, die klang gerade schon ganz so, als ob sie Henry fallen lassen wollen. Eieiei, jetzt ist die Karre aber. Hat sie aber ganz schön übersteuert hier.